Hallo ihr Lieben, es ist wieder mal soweit, ein DM-Haul. Ich musste wieder mal so ein paar Sachen nachkaufen für den Haushalt und auch für das Gesicht. Und das stelle ich euch heute vor. Als allererstes Rohrreiniger. Ein Produkt von Denkmit, ein Rohrreiniger, so ein Granulat. Ist für, klar, für alle Waschbecken geeignet, also Bad, Küche. Ab und zu bilden sich ja doch Gerüche, auch wenn man ein Sieb im Waschbecken so drin hat, ne, im Abfluss. Aber so ab und an, also war der wieder mal fällig. Außerdem brauchte ich unbedingt ein Silberputzmittel. Ich habe so eine Paste, aber ein Besteck mit einem Silberputzmittel, also zu polieren, ist ziemlich aufwendig. Und da gibt es von Polyboy, das ist so ein Silbergoldbad. Das heißt, man kann auch seinen Schmuck darin reinigen. Das ist so ein Korb da drin. Also so ein, wie nennt sich das denn? Irgend so ein Tauchkorb. Tauchkorb. Ein praktischer Tauchkorb. Ich möchte jetzt nicht aufmachen. Das noch zu. Also man macht das Besteck da rein, lässt das da ein paar Minuten drin, holt es wieder raus, spült es ab. Und das ist sehr schön, weil gerade bei Gabeln, die werden ja gerne zwischen den Zinken so schwarz. Und sehr praktisch. Habe ich gute Erfahrungen mit. Außerdem brauchte ich einen Fleckenentferner für Fettflecken von Dr. Beckmann. Das ist Fleckenteufel für ölige Flecken einfach. Also man hat ja manchmal so Flecken auf den Sachen, wenn man kocht, auch wenn man eine Schürze drum macht. Oder generell irgendwie so fettige Flecken, und das lässt sich sehr gut damit entfernen. Ich reibe immer den entsprechenden Fleck vorher ein, bevor ich es in die Waschmaschine gebe, und dann wird es gewaschen und danach ist der Fleck weg. Ohne Rand, alles ganz easy peasy. Dann brauchte ich Lenor-Tücher für den Schrank. Ich habe jetzt mal meinen Schrank schon wieder so ein bisschen umsortiert. Also mehr die Herbst-Winter-Sachen nach vorne und Sommersachen, diese leichten Dinge, die man im Sommer so trägt, etwas, also weggeräumt, ausgeräumt etc., die Schränke ausgewischt. Und ich wechsle das sowieso alle paar Wochen, dass ich ein Lenortuch, also Lenortücher in die Schränke lege, auch in die Wäscheschränke, in die Kleiderschränke. Das duftet immer sehr schön frisch. Ich nehme sie nicht für einen Trockner, weil ich einen Trockner ganz selten benutze. Dann brauchte ich von Profissimo, habe ich diese Schwammtücher, die nehme, habe ich einen ziemlich großen Verbrauch, weil ich die immer wegschmeiße nach ein paar Tagen. Es sammeln sich in einem Schwamm oder Tuch besonders gerne Keime. Und gerade jetzt im Lebensmittelbereich, also in der Küche, ist es sehr wichtig, dass die Putzlappen oder Wischlappen öfter gewechselt werden. Was ich auch ganz praktisch fand, sind die Denkmit. Das sind Desinfektionstücher, die sind für die Küche und auch für das Bad, WC, geeignet für Türklinken, für Toilettenbrillen. Also Reinigungstücher, ich bin jetzt nicht die Übersagrotan-Frau, dass ich jetzt alles desinfiziere, aber manche Dinge finde ich schon ganz praktisch, wenn man das mit so einem Tuch desinfizieren kann. Ne, Keime sind ja überall. Wir sollen ja auch mit Keimen leben, auch wenn man jetzt Haustiere hat gerade. Aber ich finde die eigentlich ganz praktisch. Dann brauchte ich Backpapier. Ich habe sonst immer diese teuren gekauft, aber diesmal waren es auch von Profissimo. Das sind diese Backpapierzuschnitte. Das ist ganz praktisch. Da muss man nicht mit der Schere sich immer da, ne, so ein Stück zurechtschneiden. Das passt perfekt auf so einen Rost oder auf eine Platte. Und braunes Backpapier. Ist jetzt nicht Bio, aber es kostet ja auch nur einen Euro. Und dann waren wir schon so nach Kerzen. Ich habe einmal, das ist Hot Chocolate Duftlichte. Die riechen nach Schokolade. Ganz toll, nach heißer Schokolade. Und dann habe ich mal ein relativ teures Gläschen hier gekauft, weil das ätherische Öle sind. Und ich habe festgestellt, ich benutze sehr gerne Duftkerzen, auch die von Ikea. Aber jetzt kommt ja diese dunklere, längere Jahreszeit und wir haben ja gerne Kerzen. Kerzen machen ja so eine tolle Stimmung und Duftkerzen machen natürlich auch einen tollen Raumduft. Aber es gibt Kerzen, die haben eben, das sind nicht immer so einwandfreie ätherische Öle drin. Ich weiß nicht, was da drin ist. Die duften zwar gut, aber mir brennen zum Beispiel nach ein paar Stunden dann die Augen. Und die Duftrichtung ist hier Vanille Karamell. Riecht ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, also von Airwick ist, die kosten so, glaube ich, 3 Euro. Die haben ganz tolle Duftrichtungen, so dunkle Beere und Winterapfel schon und Zimt und Weihnachtsbäckerei. Ach ja, es geht ja schon los mit Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. In den Supermärkten gibt es jetzt schon die Lebkuchen, die Dominosteine.
Also ich muss wirklich an mich halten, das nicht zu kaufen, obwohl sie jetzt wohl am besten schmecken. Aber nee, vor Oktober ist da nichts drin mit Lebkuchen und Dominostein. Ja, was auch noch gefehlt hat, das war so ein Schnellentkalker. Die sind ganz praktisch für einen Wasserkocher. Ne, macht Wasser rein, so ein Beutelchen, so ein Beutelchen. Das ist also schön dosiert. Kann man auch für Kaffeemaschinen nehmen. Und die Bedienungsanleitung ist hier hinten drauf geschrieben. Ist ganz praktisch, kostet auch ungefähr 1 Euro. Das sind so 2 Stück, die man da kaufen kann. Und ich brauchte die obligatorischen Wattepads. Ich kaufe immer diese. Das sind zwar die kleineren, aber das sind Bio-Wattepads und die fusseln auch nicht. Also ich, wenn man das auch fürs Augen-Make-up benutzt, also ich finde die ganz praktisch. Natürlich sind die größeren, hat man mehr Fläche. Hier braucht man ein bisschen mehr, aber ich mag die ganz gern. Ich nehme immer die. Ihr kennt das ja von euch, auch euer Kaufverhalten. Man hat so seine Produkte, die man gut findet und dann kauft man die sich eben wieder. Ich hatte auch zwischendurch diese größeren mal, aber komischerweise habe ich instinktiv, greife ich immer zu den kleineren, weil ich auch so einen schönen alten Vintage-Ständer habe, wo man die reinstellen kann. Vielleicht liegt es auch daran, aber die sind gut. Und dann hatte ich ja letztens das Thema Augen-Make-up entfernen. Jetzt habe ich mal was ausprobiert, also nicht ausprobiert, gekauft. Doch, ich habe es gestern Abend schon mal ausprobiert. Das ist ein Balea Augen-Make-up-Entferner. Gut, Stiftung Warentest sagt gut. Ist so ein Wässerchen, also kein Zwei-Phasen-Produkt, weil ich keinen wasserfesten benutze, also keine wasserfeste Mascara benutze. War okay, aber na gut, ist ja jetzt nicht so teuer, aber... Also mit Augen-Make-up-Entferner, da kann man ja auch böse auf die Nase fallen. Ne? Meine Güte nochmal. Weil ich habe festgestellt, diese Wimperntusche von Maybelline, diese, die ich letztens vorgestellt habe, keine Ahnung, Sensational Lashes oder so, ich weiß nicht, heißen die so? Ja. Die kriege ich nicht mit Kokosfett ab. Es ist ganz komisch, dass ich klebe da und schmier da rum und dann rubbel ich. Und das ist ja nicht so gut, wenn man so stark reibt. Also das ging gut damit ab, aber das Augengefühl war nicht so toll. Ich habe danach Augentropfen genommen, befeuchtende Augentropfen oder Rosenwasser und dann war es okay. Rosenwasser musste auch wieder gekauft werden. Das wird mittlerweile alles immer so schleichende Preiserhöhung. Es wird alles teurer. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, ob das die Haarfarbe, das Rosenwasser ist jetzt 1 Euro teurer als vor 3 Monaten noch. Das andere von Khadi gibt es ja nicht mehr. Die haben ja Lieferschwierigkeiten da aus Indien, also musste ich ja zu Rosens umsteigen. Bin aber ganz happy damit. Riecht zwar intensiver als das Khadi, aber... Man gewöhnt sich dran und ich finde das süß, wenn ihr immer mal in den Kommentaren schreibt, ja, ich fand es erst nicht so toll, aber durch deine Vorstellung immer, viele sind auf Rosenwasser umgestiegen und sind einfach happy. Also ein Allrounder, ich sag nur, es ist ein Allrounder, absolut. So, ich hatte ja auch gesagt, dass man jetzt Rosenwasser als Tonic nehmen kann. Was ihr bitte für die Hautpflege beachten solltet: Wasser ist kalkhaltig und diese Kalkrückstände bleiben, also die trocknen dann an, wenn ihr euer Gesicht nicht abtrocknet nach dem Waschen. Immer abtrocknen und danach, damit sich der pH-Wert der Haut wieder neutralisiert, entweder ein Tonic, ein Traubenwasser, ein Rosenwasser, ein Thermalwasser, irgendein Wässerchen nehmen, damit sich das wieder einpegelt, ja, euer pH-Wert, dass die Haut wieder so ins Gleichgewicht gerät. Weil wenn ihr das so trocknen lasst, das Wasser auf eurer Haut, das trocknet zusätzlich aus. Und deshalb ist Rosenwasser optimal. Ja, ein neues Dove Deo Fresh ohne Aluminiumsalze. Das ist so, was ist denn das? Birne Aloe. Ist eine neue Edition, riecht ganz fesch und fresh. Go Fresh, na gut, heißt ja auch Go Fresh. Ja, ich habe es mal so in der Luft gesprüht. Ist nicht schlecht. Die Suche nach dem Deo ist auch eine Reise nach sonst wohin, ne? Also... ein schönes Deo zu finden, was auch auf der Haut dann gut riecht, also über den Tag hinaus. Dann brauchte ich wieder Polycolor, dunkelblond, und diese Farbe ist mittlerweile sehr oft vergriffen. Dunkelblond, keine Ahnung. Ist auch 1 Euro teurer geworden, im Sommer war es noch, ne? 2,50, 2,80, 2,90, das ist 3,90. Ist immer noch preiswerter als beim Friseur, aber die muss ich immer im Schrank stehen haben. Also brauche ich immer irgendwie so ein Backup. Ne? Dann habe ich gebraucht wieder, ich hatte das ja vorgestellt unter meiner Hautpflege, meine Favoriten, die habe ich wieder neu gekauft, also die 24 Stunden Hydra Active 3.
mit der ich sehr happy bin. Eine liebe Zuschauerin schrieb mir, dass ihr Mann die benutzt und auch ganz glücklich ist. Finde ich toll, dass Männer sich auch eincremen und pflegen. Die haben ja auch nur eine Haut, ne? Die haben zwar eine etwas derbere Haut als wir, aber die brauchen auch Pflege und Feuchtigkeit. Und die mit Calcium 55 plus Nachtpflege von L'Oreal. So, die beiden Cremes, die mich gerade happy machen und die sehr gut für den Geldbeutel sind. Jetzt muss ich die mal aufsetzen. Ich habe hier ein paar Masken. Also ich habe hier mal 4 von diesen Augenlippenmasken gekauft, diesen Lifting-Komplex. Ihr habt mir auch schon geschrieben, viele benutzen die ja schon ganz lange. Ich war total überrascht. Finde ich toll, dass ihr mir das schreibt. Also diese reduziert Falten, glätte Tränensäcke mit pflegenden Ölen. Das war mit Jojoba, Q10 und Panthenol für jeden Hauttyp gedacht. Kann man als Augenlippenmaske benutzen oder auch tagsüber oder nachts als Augencreme. Das einzig Doofe ist, das sind ja nun 4 so Tütchen, ne? Und dieses Rausquetschen, das ist ein bisschen blöd, aber das ist nun mal so. Und ein so ein Tütchen, da reicht man, glaube ich, so 2-3 Tage mit. Also es ist sehr, sehr, sehr ergiebig. Shebens Augen-Lippenmaske. Und da wir einmal bei Shebens sind, habe ich jetzt noch eine Orient-Maske. Spendet Feuchtigkeit, beruhigt die Haut. Das ist mit Arganöl, Schwarzkümmelöl und Sesamöl für alle Hauttypen. Wirksamkeit, sagt Stiftung Warentest, sehr gut. Das sind 2 Stück, kosten auch 8, eine Limited Edition, kostet auch 1 Euro. Ja, die werde ich ausprobieren und euch erzählen. Dann eine Thalasso-Maske mit Algen, die ist jetzt nicht limitiert. Das ist eine normale Standardprogrammmaske von Shebens. Auch mit Planktonperlen. Wow! Und spendet Feuchtigkeit und regeneriert. Wirksamkeit auch sehr gut. Okay. Und dann haben wir hier noch eine Erdbeermaske-Peelung für eine 3-Phasen-Wirkung. Da bin ich echt gespannt. Reinigt sanft und porentief, auch sehr gut. Hyperallergen. Erdbeerfrischzellen für alle Hauttypen gedacht. Aha, Fruchtsäure, das ist ja auch mit den Fruchtsäure-Peelings. Ich bin gespannt, also mit meiner empfindlichen Haut zur Rötung neigen, die Fruchtsäure, ich werde sehen, wie sich das ist. Ich bin nicht so ein Fruchtsäure oder von diesen chemischen Peelings so ein Freund, bin ich nicht davon. Man sollte seine Haut nicht allzu viel antun, zu viel chemische Reizung. Nun gut, ich teste das mal und sage es euch. Vielleicht habt ihr ja auch die Erfahrung damit und könnt mal so in die Kommentare schreiben. Mir ist nämlich aufgefallen, dass viele auch untereinander jetzt kommentieren, wenn einer was schreibt und dann sagt, ja du, ne, da habe ich gehört und gesehen und ihr probiert das mal aus. Super, finde ich klasse, dass ihr so eine schöne Community ist. Ihr euch nicht nur mit mir unterhaltet, also schriftlich, sondern auch untereinander. So, und dann, das ist ein Produkt, kann ich euch gleich sagen, bringe ich wieder zurück. Ich rede heute wie ein Entenarsch, so schnell, ne? Völlig ungewöhnlich für mich. Gut, das ist so ein von Maybelline, ich habe sie dazu gemacht, das ist so ein Augenbrauen-Shaper, so ein Puder und das ist so ein Applikator dran und ich habe das nur am Ende mal hier so probiert und dachte, um Himmels Willen, also das wird nicht mein Freund, das werde ich wieder zurückbringen. 7,95, ich bin jetzt nicht so ein Freund von zurückbringen, aber 8 Euro, um das jetzt in die Tonne zu werfen, ist auch ein bisschen blöd. Ich glaube nicht, dass ich mich groß mit Augenbrauen-Puder mal so eindecken werde, weil ich finde, ein Augenbrauenstift macht es auch. Diesen Augenbrauen-Shaper von Bobbi Brown, diese Mascara mag ich sehr gerne. Und man kann auch ganz toll mit einem Eyebrow-Pencil sich die Augenbrauen nachziehen. Ne? Jetzt besonders für Frauen, die jetzt schon von Hause aus tolle, die von Hause aus dunkle, tolle Augenbrauen haben. Da kann man, obwohl es jetzt ein helles Braun ist, ja. Aber das war mir zu krass. Und das staubte, obwohl ich das ganz vorsichtig mit dem Applikator so aufgetragen habe. Das staubte so um die Haut drumherum und dann musste ich alles wieder abwischen. Ich meine, wenn es dann mal drauf ist, ist es drauf. Aber also für meine Augenbrauen ist es nichts. Wollte ich euch nur mal sagen, ist wohl auch ein neues Produkt von Maybelline. Es gibt ja so tolle Produkte wieder von L'Oreal und Maybelline und wie sie alle heißen, was so in der Drogerie vertreten ist. Nun denn, das war jetzt mein kleiner Haul. DM-Haul für euch. Ich hoffe, euch geht es gut. Für meine neuen Zuschauer, ihr könnt gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ich lade 3-mal die Woche, dienstags, donnerstags und samstags, ein Video hoch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr hier dazukommt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.